Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um das erste Aufgebrauchvideo für das Jahr 2023 gehen. Und zwar das Aufgebrauchvideo für den Monat Januar. Ich habe fleißig versucht, Produkte aufzubrauchen. Ich habe tatsächlich nicht so viel geschafft, wie ich mir erhofft habe. Ich denke, dass nächsten Monat dann ein bisschen was noch leer gehen wird, was auch die großen Produkte angeht. Aber ich habe trotzdem einiges geschafft. Und möchte euch zeigen, was ich so aufgebraucht habe. Wie immer habe ich das Ganze nach Kategorien geordnet und starte, würde ich sagen, einfach mal durch. Und ich starte mit der Kategorie Sonstiges. Und da habe ich wie fast jeden Monat von Yessa wieder meine Slip-Einlagen aufgebraucht. Active Shape, extra lang. Muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Kaufe ich immer wieder nach, habe ich immer Vorrat da. Die kleben gut, die sind angenehm, die rutschen nicht. Finde ich toll. Dann habe ich einmal eine Seife aufgebraucht. Da dürft ihr euch jetzt nicht wundern. Die sieht voll aus. Die ist auch rein theoretisch noch voll. Ich habe da aber was anderes reingefüllt. Möchte euch die jetzt aber zeigen, bevor die Seife, die jetzt umgefüllt ist, quasi leer ist. Und zwar von Isana. Die Cremeseife Christmas Feelings habe ich aufgebraucht mit weihnachtlichem Spekulatiusduft. Mag ich sehr gerne. Ich mag den Duft. Die gibt es, glaube ich, aktuell auch noch. Die mag ich, wie gesagt, sehr gerne. Es ist ein sehr schöner Spekulatius-Duft. Spekulatius-Orange meine ich sogar, genau. Sehr winterlich, sehr angenehm. Und da habe ich jetzt aktuell auch von der Reihe das Duschgel drin, damit das auch leer geht. Genau, und mag ich sehr, sehr gern. Werde ich also jetzt nicht wegschmeißen, sondern werde ich natürlich den Rest noch aufbrauchen, der hier jetzt noch drin ist, von dem Duschgel. Genau. Dann habe ich Haarpflegeprodukte aufgebraucht. Und zwar an der Zahl 5 Stück. Zu einem aus dem L'Occitane Adventskalender. Einmal hier Shampoo und Spülung aus dieser Reihe mit den 5 essentiellen Ölen. Da habe ich jetzt einmal, wie gesagt, Shampoo und Spülung verwendet. Das Ganze sieht hier so aus. In beiden sind 35 ml drin und konnte ich beide zweimal benutzen. Ich shampooniere meine Haare immer zweimal ein und habe ja auch relativ lange Haare. Deswegen hat die Spülung auch nur zweimal gehalten. Finde ich sehr schön. Also ich mochte den Duft ultra gerne. Ich fand auch an und für sich, die Haare sahen danach sehr schön aus, sehr glänzend und ich konnte auch gut durchkämmen. Aber es gibt, finde ich persönlich, in der Drogerie bessere Produkte. Da fand ich die Mandelreihe sogar noch einen Ticken angenehmer wie das. Dann habe ich zweimal von Isana Professional diese SOS Haarmaske Anti-Haarbruch verwendet. Mit Kakaobutter und Lotusblütenextrakt schützt vor Haarbruch Intensivpflege in einer Minute. Die war ja in diesem Aufsteller, den es letztes Jahr, ich glaube im Oktober, November rum gab. Fand ich sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Ich fand den Duft angenehm, ich fand die Pflege sehr angenehm. Ja, sehr schönes, durchschnittlich gutes Produkt. Also ich mag die Isana Haarkuren eigentlich immer ganz gern. Und das roch jetzt auch sehr angenehm, ja. Kann ich weiterempfehlen, falls ihr das noch irgendwo bekommt, könnt ihr euch das anschauen. Und dann habe ich aufgebraucht einmal von Swiss Opal eine Haarkur und zwar in der Variante Honigmelone. Das ist jetzt hier speziell für normales und trockenes Haar gewesen. Hatte ich, meine ich, bei DM mal mitgenommen. Genau, hat mir gut gefallen, muss man 2 Minuten einwirken lassen. Ist eine gute, solide Haarkur, die gut duftet. Die macht meine Haare auch schön weich, kann gut durchkämmen. Reicht bei mir für einmal. Ich habe ja sehr dickes und auch relativ langes Haar, deswegen brauche ich diese 25 ml komplett. Dann kommen wir jetzt zum Gesicht. Da habe ich 6 Produkte aufgebraucht, tatsächlich auch nur so kleinere Sachen. Einmal Augenpads und zwar von Isana, die Hydrogel-Augenpads, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandelöl und Kirschextrakt. Die riechen hier nach Kirsche und Marzipan. Liebe ich, habe ich, meine ich, jetzt auch noch zweimal da, bin ich der Meinung. Ja, riecht echt gut. Wenn ich die nochmal bekommen sollte in einem Rossmann, würde ich die auch nochmal mitnehmen, weil die wirklich super angenehm waren. Die haben super toll geduftet. Die haben eine gute Pflege gehabt. Also die fand ich echt schön und bin sehr gespannt, ob da mal wieder Augenpads rauskommen. Dann hatte ich ja von der Stefanie einige Pröbchen bekommen. Zu einem von Avon aus der New Sensitive Plus Reihe, die Dual Kollagen Creme mit Protinol. Die fand ich ganz gut. Ich fand die Konsistenz ein bisschen komisch, aber an und für sich hat die mir ganz gut gefallen. Ja, würde ich jetzt aber in groß, glaube ich, eher nicht kaufen. Dann von Biotherm die Cera Repair Berry Hair Cream. Die war auch ganz schön, ist mir aber in groß auf jeden Fall zu teuer. Aber war ganz angenehm, so zum Testen mal. Dann von Kies Soul Care diese Skin Transformation Cream. Die fand ich auch nicht schlecht. Mit Bakuchiol und Melachit, wenn man das so ausspricht. Fand ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, auch diese Firma ist relativ teuer. 2 Gramm waren hier drin. Ja.
Und dann von L'Oreal hier dieses Pröbchen mit 1,5% Hyaluronsäure, Antifaltenserum aus der Revita Lift Reihe. Das hatte ich ja schon öfters in klein, auch öfters schon von der Stephanie. Und das mag ich ganz gern. Ja, würde ich mir eventuell auch mal in groß anschauen. Ich glaube auch, dass das relativ teuer ist. Und ja, hier ist auch relativ viel Silikonöl drin, bin ich der Meinung. Ja, aber an und für sich war es nicht schlecht. Dann habe ich tatsächlich vier Lippenpflegen aufgebraucht. Die gingen jetzt alle nacheinander leer. Und zwar zu einem von Aveo. Der ist aus Müller, die Lippenpflege Intensiv Repair. Das Ganze sieht hier einmal so aus. Also ist eine schöne Lippenpflege, die ja auch gut pflegt. Also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Und hier ist es so, dass es das eben nur bei Müller gibt. Es ist eine Eigenmarke von Müller. Und das ist wirklich eine Lippenpflege, die ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag. Also ich finde, die pflegt schön, die duftet gut, die ist nicht zu fettig auf den Lippen, die läuft nicht irgendwie aus, gerade wenn es dann wärmer ist. Ja, jetzt ist die aber aufgebraucht und ich bin sehr froh, dass die leer ist. Ich habe noch einige pflegende Lippenpflegen da, so reichhaltige Lippenpflegen. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt eine mal leer ist. Dann hatte ich am Computer, meine ich, stehen hier die Sweet Vanilla Biscuit von Balea. Die fand ich auch Die sehr hat mir vom schön. Duft her super gut gefallen. Das hat so ein ganz leicht süßlich-vanilliger Keksduft. Würde ich mir auch nochmal nachholen, aber ich denke, dass da bald auch Sommersorten rauskommen, deswegen erstmal nicht. Dann einmal, das hatte ich jetzt im Bad stehen, am Waschbecken quasi für abends immer, Be Natural, diesen Lip Balm mit Coconut Vanilla. Hier ist es so, dass ich jetzt aktuell von Balea Med wieder die Lippenpflege in Verwendung habe, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich habe aber jetzt von Be Natural eine Lippenpflege, meine ich, nachgekauft, in Granatapfel, also da wechsle ich mich immer so ein bisschen ab. Der liebste Duft ist aber hier Coconut Vanilla. Und da bin ich jetzt auch ganz froh, dass die leer ist, weil ich die jetzt doch etwas länger in Verwendung hatte und jetzt einfach auch ein paar andere aufbrauchen kann. Und dann hatte ich ja von der Stephanie bekommen, von Crazy Rumors, die Lippenpflege. Die gibt es auch online. Ich glaube, bei Douglas, die ist da nur relativ teuer. Die Blueberry Lemon Variante, ja, das sind hier 4,25 Gramm. Und die Variante fand ich auch sehr schön. Hat mir richtig gut gefallen. War ein süßlich frischer Duft. Ist auf jeden Fall super angenehm. Und ja, die kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Also die fand ich sehr, sehr schön. Gibt es, wie gesagt, bei Douglas. Es gibt auch super viele interessante Sorten. Aber ich finde die in Deutschland doch relativ teuer. Ich glaube, mit 5 oder 6 Euro, ja, würde ich eher nicht nachkaufen, was den Preis angeht. Von der Pflege her fand ich es aber ganz schön. Dann habe ich 21 Masken aufgebraucht. Davon waren 5 Augenmasken. Zu einer von Garnier Skin Active, die Health Million Probiotics. Ja, Augentuchmaske, das war jetzt hier, ich glaube, mit Rosen, so hat es zumindest so ein bisschen gerochen, für eine strahlend aussehende Augenpartie. Auch für sensible Hauttypen geeignet. Fand ich sehr schön, ich fand, die waren sehr schön gedrängt. Die haben sehr gut gepflegt, fand ich angenehm, habe ich auch super vertragen. Ich mag die Garnier Augentuchmasken auch sehr gern. Da habe ich nämlich auch nochmal diese hier leer gemacht. Hydrabomb Augentuchmaske, reduziert Tränensäcke und Augenringe. Das ist jetzt hier mit Orangenextrakt. Auch die fand ich super, die habe ich, meine ich, auch nochmal da. Also die mag ich sehr, sehr gern. Kaufe ich auch gerne, wenn es Prozente gibt auf Garnier. Dann von Isana einmal diese, die hatte ich ja, ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann dreimal mitgenommen und jetzt brauche ich die auch langsam auf. Die Feuchtigkeitsaugentuchmaske mit Hyaluron und grünem Teeextrakt. Mag ich auch sehr, sehr gern. Ich habe aber gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so der Fan bin von diesen ganzen Masken. Also ich mag dann lieber die Augenpads in Tuchmaskenvariante. Aber finde ich schön, kann man natürlich auch so ein bisschen zuschneiden, dass es dann passt. Kann ich weiterempfehlen, habe ich auch noch zweimal da. Dann aus dem Aufsteller, wo es letztes Jahr gab, die Augentuchmaske Leo. Glättet feine Linien, intensiv hydratisierend mit Avocadoöl und Orange. Finde ich auch schön, hat mir auch ganz gut gefallen, war angenehm. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn ich es nochmal sehen sollte. Aktuell gibt es sie aber, glaube ich, nicht mehr. Dann habe ich endlich mal verwendet, die gab es ja letztes Jahr irgendwann neu und ich wollte die unbedingt testen, habe die dann aber nie benutzt. Jetzt habe ich sie aber mal geschnappt und benutzt und zwar von Nivea Rose Touch, die feuchtigkeitsspendenden Hydrogel-Augenmasken mit Rosenwasser und Hyaluron. Fand ich erstaunlicherweise sehr gut, denn ich hatte bei den letzten Nivea-Masken und auch Tuchmasken, die ich hatte, irgendwie Probleme, dass ich nicht vertragen habe. Aber die fand ich jetzt sehr gut. Die haben sich sehr schön angefühlt, die haben gut geduftet. Kann ich weiterempfehlen. Dann einmal eine Crememaske, da habe ich zwei insgesamt aufgebraucht. Und zwar einmal hier die Todesmeermaske von Cadeia Vera. Die finde ich sehr, sehr gut. Die reinigt gut, die ist super. Ich hatte jetzt so ein bisschen Probleme mit meiner Haut, da ich ja leider immer noch angeschlagen bin tatsächlich. Also jetzt schon seit fast 2 Wochen wieder.
Hauptsächlich ist es meine Stimme und meine Ohren, die noch zu sind. Husten habe ich noch ein bisschen, aber sonst geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Aber meine Haut, an der merke ich es extrem, dass ich krank war. Und deswegen habe ich auch diese Maske hier benutzt. Und dann ist meine Haut immer mal wieder zwischendurch auch super trocken gewesen. Da hatte ich dann das hier benutzt von Kiehl's Ultra Facial Overnight Hydrating Mask. Fand ich auch sehr schön. Hat halt sehr schön Feuchtigkeit gespendet. Ich muss sagen, ich habe das aber nicht über Nacht einwirken lassen, sondern abends einfach drauf und dann so ein bisschen einwirken lassen. Ja. Ah, das soll man sogar gar nicht über Nacht, sondern das soll man 10 Minuten einwirken lassen und dann die Reste entfernen und den Rest quasi über Nacht einwirken lassen. Ja, so habe ich das gemacht. Also hat gepasst. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt groß kaufen, finde ich aber immer wieder ganz schön, wenn ich es mal in klein habe. Dann habe ich hier auch noch Lippenmasken und zwar 4 an der Zahl. Einmal von Balea die Hydrogel-Lippenmaske mit Hyaluron und Mandelöl. Die finde ich ja nicht schlecht. Ich finde den Duft nicht ganz so angenehm, aber die Pflege ist wirklich schön und gerade auch wenn ich krank bin, habe ich immer super trockene Lippen vom Naseputzen auch. Und da ja, hat die sehr schön funktioniert. Ist mit dezentem Rosenduft. Ich muss sagen, den Duft finde ich wie gesagt nicht so schön, obwohl ich Rosenduft eigentlich mag, aber von der Pflege her ist der halt wirklich gut. Und dann habe ich hier die 3 von The Beauty Mask Company. Die gibt es bei Rossmann, auch online bin ich der Meinung. Also ich habe die auf jeden Fall online mitgenommen, was die bei meinem Rossmann nicht gibt. Und zwar habe ich da einmal die Variante Fruity Bears, dann einmal New York Cheesecake und einmal Watermelon. Fand ich alle super von der Pflege her. Waren sehr, sehr schön. Wobei ich meine, jetzt muss ich gerade einmal schauen, ob ich das eventuell irgendwo sehen kann. Ich meine, irgendeine Variante hatte ich das Gefühl, dass meine Lippen so ein bisschen kühl waren. Ich glaube, das war bei der Melon-Variante. Kann das sein? Auf jeden Fall hatte ich irgendwo das Gefühl, dass das so ein bisschen auch gekühlt wird. Fand ich alle sehr schön, würde ich mir alle nachkaufen. Hatte ich, meine ich, für 79 Cent bei Rossmann online gekauft. Also würde ich mir auch nachholen. Das ist auch mehr so ein Tuchmaskenstoff. Die anderen, also die von Balea, ist da Hydrogel und das ist eher so Tuchmasken, was ich auch sehr angenehm finde. Und dann habe ich tatsächlich leider nur 10 Tuchmasken aufgebraucht. Ich hatte eigentlich vor, mehr zu verwenden. Aber wenn ich krank bin, gerade wenn ich es dann auch mit den Ohren habe, will ich nicht ganz so kühle Sachen im Gesicht verwenden. Weil ich das Gefühl habe, dass es das immer noch schlimmer macht. Deswegen habe ich eine Zeit lang keine Masken benutzt. Aber ja, es ist trotzdem ein bisschen was leer gegangen. Wie gesagt, 10 Stück und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Zu einem von 7 Days Go Vegan die Monday Maske zweimal. Das ist mit Hafer und Kokos. Ich liebe den Duft, ich liebe die Pflege, ich finde die Masken super. Mit 3,49 wirklich nicht günstig, aber es gibt immer wieder mal Coupons bei Müller in der App, dass man ja 2 kauft und die dritte gratis bekommt. Oder es gibt auch so ein Set, das ist dann einen Ticken günstiger mit allen 7 Masken drin. Meine persönlichen Favoriten waren eben Montag und Dienstag. Und ich habe jetzt eben hier zweimal den Montag aufgebraucht. Und dann habe ich auch noch einmal den Dienstag aufgebraucht. Das war jetzt mit Banane und Birne. Hat mir auch super gefallen. Auch vom Duft her. Die Pflege ist schön. Allgemein die 7 Days Go Vegan Masken sind super. Es gab ja auch also die mit Brokkoli. Und dann gibt es noch was mit Tomate. Die fand ich auch sehr gut tatsächlich. Aber das sind so meine liebsten beiden. Genau. Dann habe ich einmal von Balea eine Maske leer gemacht und zwar von Balea Med. Die Ultrasensitiv-Tuchmaske, weil ich eben dann so extrem trockene Haut hatte, habe ich gedacht, okay, verwende es die mal und die ist wirklich super. Also die ist sehr pflegend, sehr reichhaltig, die fühlt sich toll an. Die hat ein schönes cremiges Serum, die duftet nach nichts. Ich mag die sehr gerne. Kann die aber hauptsächlich nur im Winter verwenden, weil im Sommer ist meine Haut dafür einfach zu fettig. Wenn sie aber im Winter sehr trocken ist, wie jetzt aktuell, dann ist die super. Dann habe ich hier ein totales Flop-Produkt und zwar von Cyenne, die Bio-Lavendel-Tuchmaske. Die habe ich mir mitgenommen bei Lidl, weil ich dachte, okay, ist vielleicht ganz interessant, Lavendelduft magst du eigentlich. Und habe die dann aufgemacht und die riecht unglaublich, unglaublich doll nach Alkohol. Und ich dachte, okay, vielleicht so der erste Moment, ne, ist ja auch so ein bisschen quasi zum Konservieren. Ging gar nicht. Also ich habe die nach wenigen Minuten wieder abgenommen. Nach wenigen Sekunden sogar. Ich glaube, ich hatte die vielleicht 30 Sekunden drauf und dann habe ich gemerkt, okay, die fängt auch an zu brennen, habe die abgenommen. Ging gar nicht für mich. Also kann ich nicht weiterempfehlen. Gab es mal im Aufsteller, ich weiß nicht, ob es die so aktuell noch gibt. Dann von Garnier habe ich hier auch einmal die 2 Million Probiotics Tuchmaske leer gemacht, wie pa vorher passend zur Augenmaske. Hat mir auch sehr gut gefallen, war sehr feuchtigkeitsspendend, war sehr schön in Serum getränkt. Habe ich mir tatsächlich auch schon wieder nachgekauft. Jawohl.
Und dann habe ich hier von Garnier die Nutribomb Pflegemilchtuchmaske leer gemacht. Ich habe so ein bisschen in meiner Liste nachgeschaut, was ich letztes Jahr so gekauft habe und bin jetzt so ein bisschen nach und nach an den älteren Sachen auch am Aufbrauchen. Und die war auf jeden Fall noch von Anfang letztem Jahr hier bei mir in der Sammlung. Deswegen habe ich die jetzt aufgebraucht. Die ist mit Kokos und ich mag die sehr gern. Also ich mag allgemein so Tuchmasken, die in so einem cremigen Serum getränkt sind, sehr, sehr gern. Und die hat mir super gefallen. Würde ich mir auch nachholen, habe aber aktuell noch ein paar Tuchmasken da, die ich erstmal leer machen möchte. Dann habe ich hier von Isana die Gesichtsmaske. Ist auch eine Tuchmaske mit intensiver Feuchtigkeit. Hyaluron, Mandelöl und Kirschextrakt aufgebraucht. Auch die habe ich noch zweimal da. Auch die mag ich sehr gern. Gab es auch in dem Aufsteller. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Es kann sein, vereinzelt ist die vielleicht noch verfügbar. Riecht unglaublich toll nach Kirsche und Marzipan. Richtig schön. Es gab von Balea mal ein Duschgel, das roch nach Kirsche und Mandel mit so Macarons drauf. Und das riecht sehr ähnlich. Also finde ich richtig, richtig toll. Wie gesagt, habe ich auch noch zweimal da. Dann habe ich aufgebraucht, auch das ist aus letztes Jahr, ich glaube März. Und zwar von Putney, von der Firma Yolea, die Two-Steps-Serum- und Tuchmaske. Da hat man hier oben so ein bisschen Serum drin, dass man sich quasi erst auf die Haut gibt und dann unten die Tuchmaske auflegt. Finde ich auch super. Ich finde auch, die spendet richtig schön Feuchtigkeit. Falls ich nochmal in Putney kommen sollte, vielleicht habe ich mal die Möglichkeit, dorthin zu fahren, mal gucken. Ich meine, rein theoretisch habe ich immer die Möglichkeit, weil ich habe ja ein Auto, aber ja, extra wegen einer Tuchmaske eine Stunde zu fahren. Ja, mal schauen, ob ich das vielleicht irgendwie mal verbinden kann. Und dann habe ich hier von Nivea eben die Rose Touch Tuchmaske noch leer gemacht, auch passend zu den Augenpads. Fand ich auch sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen. Die Maske war so ein bisschen leicht pinklich, hätte für mich jetzt nicht sein müssen, weil ich denke mal, dass da dann Farbstoffe irgendwie in das Tuch gemischt worden sind. Aber fand ich sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen, hatte ich wirklich lange drauf, war auch schön lange feucht, kann ich weiterempfehlen. Dann kommen wir zur Rasur. Da habe ich tatsächlich nur ein Produkt aufgebraucht und zwar von Balea das Rasiergel Soft Feeling mit Mandel- und Baumwollblüten. Fand ich schön, war jetzt ein LE im Winter, war nicht meine liebste LE, war auch nicht mein liebster Duft von Balea, aber Rasiergel, das wäscht man wieder ab und das hat mir aber gut gefallen. Hat sich schön angefühlt auf der Haut. Ich konnte es gut verteilen. Ich habe es gut vertragen. Also ja, kann ich soweit empfehlen. Mein liebster Duft war es nicht. Aber ja, ist eben auch. Dann kommen wir zur Handpflege bzw. zu Handcremes. Da habe ich 11 Produkte leer gemacht. Zu einem von Gisana habe ich aufgebraucht. Aus diesem Geschenkset, wo es gab. Sweet as a Peach. Einmal das Handpeeling und einmal die Handcreme. Ich meine, die Handmaske müsste ich jetzt noch da haben. Oder hatte ich die schon aufgebraucht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Reihe gewesen, die ich unbedingt haben wollte. Das war so ein kleines Geschenkset von Isana, weil ich eben Pfirsichduft sehr, sehr gerne mag. Und der Duft war auch toll, muss ich sagen. Aber das Handpeeling hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil es nicht wirklich stark war. Der Duft war toll, aber das Handpeeling war halt an und für sich nicht stark genug für mich. Die Handcreme war schön. Von den Inhaltsstoffen war die gleich oder ist die gleich wie die Handmaske, nur dass eben die Öle ausgetauscht worden sind. Also hier ist jetzt in dem Fall Mandelöl drin. Ich würde mir das Set wahrscheinlich eher nicht nachkaufen. Wenn es die Handcreme mal so im Standardsortiment mit dem Duft geben würde, würde ich sie mir holen. Aber Peeling und Handmaske bräuchte ich tatsächlich nicht unbedingt nochmal. Deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass es jetzt leer gegangen ist. Ebenfalls von Rossmann und ebenfalls in dem Set war hier von Alterra die Reihe mit dem Handpeeling und der Handcreme mit Honig und Shea Butter. Hier ist es so, dass hier das Peeling super schön war. Also das Peeling war stark, das war super angenehm auf den Händen. Das hat sich gut verteilen lassen, das roch super schön nach Honig. Das hat sich gut abspülen lassen, die Hände waren danach butterweich. Wenn man dann auch die Handcreme benutzt hat, waren die Hände noch weicher. Das war auch ein sehr schöner Honigduft, wie gesagt. Und ja, die Handcreme hätte vielleicht sogar noch ein Ticken reichhaltiger sein können, aber war auch super, war auch ein Geschenkset. Da gibt es auch noch eine Handmaske. Ich glaube, die habe ich jetzt noch. Und ja, wenn das so oder so ähnlich rauskommen sollte, würde ich es mir nochmal holen. Ich hatte ja auch 2020, nee, 2021, 22 im Winter das Geschenkset gekauft von Alterra mit den Handcremes und mit den Handpflegeprodukten drin. Und da fand ich das Peeling ja auch super, deswegen durfte das eben letztes Jahr dann auch wieder mit. Dann habe ich aufgebraucht, das hatte ich jetzt am Bett stehen, von Balea.Med Ultra Sensitive Handcreme. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich finde, die ist sehr pflegend, nicht zu fettig oder zu schmierig, sondern sehr angenehm. Mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich jetzt aktuell nicht nochmal nachgeholt, weil ich noch super viel Handcremes da habe. Aber die hat mir sehr gut gefallen. Die hatte halt auch keinen zu übertriebenen Eigengeruch. Das heißt, abends war das sehr angenehm, weil man da nicht ständig, wenn man dann im Bett lag, den Duft von der Handcreme in der Nase hatte, sondern einfach einen Cremeduft.
Fand ich schön, kann ich weiterempfehlen. Dann habe ich aufgebraucht von Budni Jolea die Orangenblüten- und Vanilleduft-Handcreme. Die hat mir super gut gefallen. Also auch wenn ich hier nochmal Budni kommen sollte, würde ich die mir vom Duft her auf jeden Fall nachholen. Auch die Verpackung fand ich super schön und der Duft ist halt wirklich echt angenehm. Ach, ja, total meins. Orange, Vanille, total mein Fall. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, würde ich mir auch nochmal nachholen. Dann einmal von Trackamoon aufgebraucht die Winter Fairy Tale Handcreme. Ja, bin ich ganz froh. Intensive Pflege für sehr trockene und strapazierte Hände mit Shea Butter und Macadamia Vanille Duft. Den Duft fand ich toll. Ich hatte davon ja auch das Peeling. Also den Duft fand ich wirklich, wirklich schön. Aber irgendwie, ich weiß nicht, in Verwendung auf meiner Haut hat das irgendwie ganz, ganz komisch gerochen. Ich habe es dann aber aufgebraucht. Ich habe es dann auch am Ende so ein bisschen noch für die Füße mit benutzt, damit es leer geht. Fand das Design super schön, würde ich aber eher nicht nochmal nachholen. Dann habe ich aufgebraucht von The Body Shop eine Handcreme. Und zwar aus der Winterreihe hier Wild Pine mit Pinie, Minze und Sandelholz. Aktuell habe ich jetzt die Spiced Orange Variante in Verwendung und ich mag die tatsächlich sehr gern. Die sind von der Konsistenz her sehr dick, sind pflegend, aber nicht zu fettig. Die ziehen auch relativ schnell ein und hier mochte ich halt den Duft auch ganz gern. Es war ein sehr schöner, frischer, angenehmer Unisex-Duft, würde ich sagen. Ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und allgemein, die The Body Shop Handcremes finde ich eigentlich immer ganz schön. Muss man halt schauen, was einem vom Duft her zusagt. Und ja, das war jetzt eine Winterle. Vielleicht könnt ihr die noch bekommen im Sale eventuell. Bin ich mir aber nicht sicher. Dann habe ich zwei kleine Handcremes noch aufgebraucht. Zu einem diese hier, die stand auch im Bett. Die habe ich dann immer mal wieder im Wechsel benutzt. Die Oibos Sensitive Pflegehandcreme für empfindliche Haut. Das ist jetzt hier eine Handcreme, die so schnell einziehen. Und ja, 25 ml sind drin. Hatte ich, meine ich, bei der Shop-Apotheke mitbestellt. Ja, riecht halt einfach auch cremig, so ein bisschen medizinisch. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Die hatte ich auch schon mal in groß. Würde ich mir auch immer wieder in groß nachkaufen, weil die wirklich sehr pflegend und angenehm ist. Trotzdem schnell einzieht. Aber aktuell, wie gesagt, habe ich noch super viel Handcremes da. Und dann einmal von Gesund Leben. Das hatte ich, meine ich, auch bei der Shop-Apotheke mitbestellt. Die Hand- und Nagelcreme in der Duftrichtung Mandel. Zieht schnell ein mit Panthenol und Vitamin. Trockene und sensible Haut. Fand ich auch nicht schlecht. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt in groß holen, aber so ein klein für die Handtasche war die eigentlich ganz schön. Ja, fand ich angenehm. Und dann habe ich hier noch eine Handmaske leer gemacht, sehr aufgebraucht, und zwar von Isana, die Handschuhmaske, mach mal Pause, mit Hyaluron, Shea Butter und natürlich Mandelöl. Ich glaube, ich habe noch 2 oder 3 Handschuhmasken da. Verwende ich tatsächlich hauptsächlich im Winter, weil ich da super trockene Nagelhaut bekomme. Hat mir sehr gut gefallen, war mit einem Vanilleduft. Ja, war angenehm. Konnte ich auch 2-mal wieder benutzen. Meine Hände saugen das Produkt wirklich auf. Finde ich toll, kann ich weiterempfehlen. Gibt es bei mir tatsächlich im Rossmann auch immer noch reduziert. Und vielleicht, wenn ich in Rossmann kommen sollte im Februar, würde ich die eventuell noch 1-2 Mal mitnehmen. Dann Duschgel. Da hatte ich insgesamt 9 Produkte aufgebraucht. Einmal dieses hier. Das ist das Duschgel Sense of Magic mit Vanille und Beerenduft. Hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, ich hatte sogar das Gefühl, dass das aus dem Geschenkset intensiver roch, wie das, wo es 2021-22 im Winter im Standardsortiment gab. Also ich hatte hier irgendwie das Gefühl, dass das stärker, intensiver riecht. Fand ich super angenehm, hat mir super gut gefallen. Muss aber halt leider sagen, dass ich bei Balea einfach das Problem habe, dass ich persönlich finde, dass wenn ich mich mit Balea abdusche, dass ich relativ schnell wieder so ein bisschen muffelig rieche. Das habe ich bei anderen Duschen nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal langsam machen mit Balea duschen, aber die Sorte fand ich vom Duft hinter der Dusche wirklich toll. Dann 3 Duschen von Isana. Zu einem diese hier, die habe ich jetzt wie gesagt umgefüllt in den Seifenspender. Das ist die Christmas Feelings Variante mit Spekulatius und Orangenduft. Ich mag zwar aktuell immer noch so Winterdüfte unter der Dusche, ich habe aber jetzt auch noch 3-4 Stück da, 3-4 Winterduschen. Und da habe ich gedacht, okay, dann verwendest du die von Isana, die nicht ganz so pflegend sind unter der Dusche, als Seife. Und das funktioniert super. Also ich mag auch hier den Duft super gern. Ich merke jetzt nicht wirklich einen Unterschied, tatsächlich, ob jetzt da die richtige Seife im Seifenspender ist oder das Duschgel. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich das auf jeden Fall umfüllen konnte. Dann ebenfalls umgefüllt habe ich dieses hier, die Cremedusche. Dich habe ich am liebsten. Die ist jetzt in der Küche im Seifenspender, damit das auch langsam mal leer wird, bevor ich dann da die Küchenseife anfangen möchte. Und das hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, so ein bisschen an Apfel-Bananenbrei.
Aber total angenehm und so ein bisschen warm. Ich weiß nicht, vielleicht ist meine Nase da auch einfach komisch. Aber das fand ich auch ganz schön, wie gesagt, in der Küche aktuell, im Seifenspender. Und dann richtig unter der Dusche leer gemacht habe ich dieses hier. Dreamy Dreams Creme Dusche mit Mandel- und Veilchenduft. Das habe ich auch ab und an mal als Fußbad quasi benutzt, weil das einen sehr schönen, angenehmen Duft hatte. Das wollte ich aber mitunter auch aufbrauchen, weil da der Deckel so ein bisschen ja, kaputt war. Das hat mich dann immer genervt. Ja, riecht sehr angenehm, riecht cremig. So ein bisschen warm. Hat mir gut gefallen. Ja, kann ich weiterempfehlen. Dann einmal von Kneipp eine Dusche, die mich sehr überrascht hat. Und zwar die Aromapflegedusche. Du bist wunderbar. Granatapfel und Kakao. Leider habe ich das Gefühl, dass die Kneippduschen relativ schnell leer gehen. Aber ich mag die echt gern. Und vor allem diese Variante hat mir super gut gefallen, weil die wirklich richtig schön fruchtig riecht nach Granatapfel. Aber eben auch so eine warme Note hat vom Kakao. Also ich mag das richtig, richtig gern, hätte ich nicht gedacht. Überlege ich tatsächlich, ob ich es mir nochmal nachhole. Aber ja, es kommen bald Neuheiten raus. Es war, glaube ich, eher so eine Wintervariante. Und ich will halt auch unbedingt die Neuheiten testen und da dann nicht noch Sachen dastehen haben vom Winter. Mal gucken. Und genau aus diesem Grund habe ich auch das hier jetzt schon aufgebraucht. Apple Love Cinnamon, Pflegedusche, Apfel-Zimt-Duft, 375 ml. Auch das habe ich immer mal wieder als Fußbad auch benutzt. Ich habe so ein Fußsprudelbad, wo dann eben auch so ein Massageeffekt hat. Und da habe ich auch das immer mal wieder gerne benutzt. Und ich mag den Duft. Das ist so eine Mischung aus dem Apple Pie Hacks von Chaco Moon und aus dem Rom Cinnamon Nights, die ich ja beide geliebt habe. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Richtig schön. Bin ich auch sehr froh, dass ich das damals gekauft habe. Ich war mir nämlich erst nicht sicher, weil es halt doch 375 ml sind. Aber ich habe es mir dann mitgenommen und finde das richtig schön. Also kann ich echt weiterempfehlen. Wenn es so nochmal rauskommen sollte, will ich es mir nachkaufen. Aktuell spare ich aber eher so ein bisschen auf die Neuheiten. Dann habe ich hier zwei kleine Pröbchen aus dem Ballet-Adventskalender noch aufgebraucht bekommen. Und zwar einmal die Variante mit Zimt- und Orangenduft und einmal die Variante mit Schoko-Honigduft. Vom Duft her waren beide toll. Schoko-Honig hat mir am Ticken besser gefallen. Aber wie gesagt, bei den Balea-Duschen habe ich einfach das Gefühl, dass ich danach immer noch stinke. Ja, würde ich mir in groß nicht nachholen. Wenn ich aber welche im Adventskalender habe, verwende ich die ganz gerne, damit sie einfach halt weg sind. Ein paar habe ich weitergegeben, aber die wollte ich unbedingt testen, weil mich die Düfte einfach interessiert haben. Dann habe ich hier einmal das erste von dreien von dem Alverde festen Duschpeeling leer gemacht. Das hatte ich ja nochmal Ende Dezember, meine ich, mitbestellt. Und dann jetzt Ende Januar, Mitte, Ende Januar nochmal. Ich liebe das. Das ist das feste Duschpeeling mit weichem Vanilleduft und Bio-Kaffee. Das ist eben ein festes Stück. Ich bin ja nicht so der Mensch für feste Produkte, aber das hat mich wirklich überrascht, denn das Peeling ist wirklich intensiv. Also ich mag das richtig gern. Ich habe ja in meinen Oberarmen so ein bisschen so eine leichte Erdbeerhaut und da hilft das super, super gut. Also ich mag das richtig gerne. Ich finde den Duft auch angenehm, wobei man den nicht lange riecht, wenn man sich danach dann noch abduscht. Und finde ich gut. Da habe ich jetzt nur noch ein ganz kleines Stück von der. Deswegen zählt das für mich jetzt als aufgebraucht. Habe ich noch zweimal da. Ich habe gesehen, in ein paar der Empfehlungen geht es raus. Aktuell ist das wohl aber auf jeden Fall online noch nicht reduziert. Finde ich sehr schade, aber ich habe es trotzdem noch mal mitgenommen. Dann habe ich eine Bodylotion aufgebraucht. Und zwar von Balea. Die Bodylotion Sense of Magic passend zum Duschgel mit Vanilleextrakt und Shea Butter. Auch hier, der Duft ist toll, schön beerig, schön fruchtig. Die Bodylotion von Balea funktionieren bei mir auch sehr gut. Also würde ich mir gegebenenfalls auch mal nachholen. Gibt es aber nur im Set mit dem Duschgel. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. War auch in einem Geschenkset im Winter. Ich denke nicht, dass es das noch so geben wird. Weil es ja dann relativ schnell nach Weihnachten dann auch 50% auf die Geschenksets gab. Aber mag ich auch super, super gerne. Dann habe ich einmal ja, ein Badeprodukt mehr oder weniger aufgebraucht und zwar von Wild 7. Diese Duschbombe Eukalyptus, die legt man quasi einfach nach dem Duschen in die Dusche unten rein, lässt Wasser drauf regnen oder drauf prasseln und dann löst sich die auf und verbreitet eben den Duft. Wie gesagt, ich war ja so ein bisschen krank. Ich muss sagen, am Anfang habe ich das dann nicht benutzt, weil ich wirklich gar nichts gerochen habe. Jetzt aktuell rieche ich wieder so ein bisschen was und ich finde, dass das die Nase einfach so ein bisschen frei macht. Kann man einfach dann so einen kurzen Moment einfach mal durchatmen und entspannen. Ich bin keine Person, die gerne baden geht, deswegen ist das perfekt. Nehme ich aber wirklich eigentlich nur, wenn ich krank bin, dass die Nase so ein bisschen frei wird. Und dann habe ich hier noch vier Fußpflegesachen aufgebraucht. Zu einem zweimal
von Action die Fußmaske mit Traube. Die finde ich sehr gut. Habe ich mir auch wieder nachgekauft, als ich jetzt vor kurzem Action war. Den Haul werdet ihr noch sehen. Finde ich klasse. Pflegt gut, riecht nach Traube. Also nach dunkler Traube. Ja, finde ich schön. Relativ süß. Aber ich mag das gerne. Und dann habe ich noch zwei Gesichtsmasken wieder für die Füße benutzt. Das mache ich ja immer mal wieder. Und zwar einmal die Fruity Chocolate von Balea. Die finde ich sehr schön. Die riecht sehr angenehm. Die pflegt auch wirklich gut. Ich habe hier auch noch diese Variante, die Sweet Vanilla. Die gibt es aktuell auch immer noch. Ist mit Vanilleduft und Mandelöl. Die ist auch super. Und ich mag die Sweet Vanilla tatsächlich einen Ticken lieber. Hätte ich nicht gedacht. Aber vom Duft her gefällt mir die Sweet Vanilla einen Ticken besser. Würde ich aber beide nachkaufen. Habe ich, glaube ich, beide auch noch einmal da. Bin ich eben auch aktuell am Verwenden. Und das war's. Das waren tatsächlich alle Produkte. Ich habe diesen Monat 65 Produkte aufgebraucht. Davon waren 14 Produkte alleine Proben. Die Produkte hatten einen Wert von 106,84 €. Gekauft habe ich im Monat Januar Produkte im Wert von 32,87 €. Die Hauls werdet ihr jetzt noch sehen Anfang Februar, da der Januar sehr voll war mit den Sammlungen. Also habe ich quasi ein Plus von 73,97 €. Also ich habe mehr aufgebraucht wie nachgekauft. Wie gesagt, 14 Proben, 65 Produkte insgesamt. Und ja, das war es auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so von den Produkten haltet, was ihr vielleicht auch schon getestet habt oder aktuell am Testen seid. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!